Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Ja, in der letzten Folge haben wir ja angefangen, Ölproduktion hier zu automatisieren ein bisschen. Im Grunde fressen die und Rohöl und tun das uns zu Benzin verarbeiten. So, jetzt bauen sie die aber auch fertig, glaube ich. Oder sie fangen langsam an, die zu bauen auf jeden Fall. Jetzt machen sie langsam unsere Tanks hier voll. Wir haben auf jeden Fall schon mal auf Lager ein bisschen ziehen liegen. Was noch die andere Sache ist, wir müssen natürlich Kohle dann hier auch noch anliefern. Der kann jetzt hier direkt sich tanken gehen, während hier die Kohle abgearbeitet wird. Was ich jetzt gerne noch machen würde, wäre trotzdem die beiden und hier anschließen, weil du brauchst natürlich trotzdem viel Rohöl zwischendurch auch mal auf Lager. Kann ich das einfach kopieren und umdrehen? Und dann hier hingehen, Rohrleitung. So. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal eine doppelt so hohe Produktionsleistung. So, hier schütten wir langsam auf. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Schüttplatz aktuell. Wie schaut es denn mit unseren Freunden hier aus? Produzieren denn die was? Was fehlt denen denn? Ah, Betonplatten. Mal wieder die Beton, die ich leider nicht aktuell produziere, schon noch. 60 Stück. Oh. Das ist reiner Wucher. Reiner Wucher ist das. Ich sag's euch. Sollten die hoffentlich... Der produziert jetzt was anderes. Der produziert jetzt aber schon mal ein bisschen von wieder. Also brauchen allein für die noch 30, das ist 60. Und dann die auch noch 120. Was wir jetzt aber machen können, flaches Förderband. Warte. Ich brauche ein U-förmiges Förderband. Das kostet schon erweitertes. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt besser. In dem Fall. Aber wir haben schon mal gut Benzin. So, jetzt schauen wir doch mal, was wir gerade noch. Wir forschen, glaube ich, aktuell noch, ne? Genau. Aber wir müssen ja auch. Haben wir unsere ganzen Dieselgeneratoren eigentlich hingebaut? Ah, die habe ich hier unten hingebaut. Stimmt, ich muss hier auch eine rein theoretische Leitung hier runterlegen, damit ich hier tanken kann. Wir haben hier den Brecher. Der macht aus Gestein, Kies und aus Schlacke zerkleinerte Schlacke. Mit dem kann ich mir Zement machen. Dafür brauche ich aber Kalkstein und Kohle. Okay. Ein Betonmischer braucht dann entweder Kies, Wasser oder Schlacke. Und das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil die Schlacke werde ich ja hier produzieren. Ne? Schlau wäre es irgendwie die Zementfabrik in der Nähe mit dem ganzen Rest zu haben. Bedeutet, ich muss eigentlich hier ein Förderband runterlaufen lassen. Die müssen dann, brauchen dann jeweils einen Wasseranschluss noch. Das habe ich nicht mal schon falsch gemacht.
So, war das? Der Betondreher braucht Kalkstein und Kohle zum Funktionieren. Er braucht auch wieder 60 von den Dingern. Oh, das wird eklig. Kann ich die währenddessen nicht einfach mal abbrechen? Vielleicht bräuchte ich die doch gerade eher weniger. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich hätte gern zwei Brecher fürs erste Mal hier. Ich hoffe, ich bin da noch nicht im Ölfeld drin. Das war jetzt gerade vielleicht blöd. Nee. Ich bin hier im riesigen Grundwassergebiet. Das ist schon mal vorteilhaft. Ich kann denen dann Wasser zuführen. Die Brecher sollen hier hinkommen. Und nehmen dann das Zeug an. Und wandeln es dann um, schicken es erstmal in ein Lager rein. Und danach wird es nach da vorne zum Verarbeiten geschickt. Und danach sollen die Betonmischer... einfach fürs Erste hier aufstellen, würde ich sagen. Das Problem ist, aktuell kann ich das noch nicht mal verschieben, weil dafür brauche ich fortgeschrittene Teile. Nicht genug Wartung. Was? Wie geht das denn? Wir haben keine Elektronikteile mehr. Warum haben wir keine Elektronikteile? Das ist nicht gut. Wir brauchen Kupfer. Kupfer und Gummi dafür. Nicht gut. Und beides kann ich nicht handeln. Wie groß ist mein Holzlager, dass ich das nicht alles lagern kann einfach? Die beiden brauchen bitte noch jeweils einen Truck. Wir brauchen dringend Betonplatten. Wenn die Wartung fällt, haben wir ein großes Problem. Ausverkauft. Jetzt ist es ausverkauft. Ich glaube es nicht. Das finde ich ganz uncool. Ausgewählt. Der wechselt jetzt zu Erz. Dann brauchen wir einen Auto, den habe ich eh schon stehen. Und dann einen Transporter zuweisen, einen Bagger hier abnehmen und gibt den die Zuweisung hier oben. Und dann bitte einfach hier als erstes reinminen. Vielleicht noch zwei einfach mal. Und das wird sonst ein Eisenerzlager. Auch Schlacke dann.
Kriegt ihr beide jetzt Eisen als Hauptauswahlsystem? Habe ich vielleicht am Anfang wieder übertrieben diesmal? Aus der zweiten Ecke jetzt zum Beispiel, den ich hier hatte. Ach, der hat das gleich auf den Müll gefahren, was er bekommen hat. Der hat Erde bekommen. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und geht runter und ich kann nichts dagegen machen. Das Problem ist ja, ich brauche es. Ich kann es ja nicht anders machen. Was soll ich machen? Ich brauche die Konstruktionsteile aktuell, um irgendwie selber Konstruktionen herzustellen. Also was ich machen könnte, ist das hier abbrechen, das, das und das ab. Und zu hoffen, dass sie das schnell herstellen können. Plus Konstruktionsteile habe ich aktuell so einen kleinen Mangel irgendwie. Ist nicht gut, aber beide produzieren gerade mit, das sollte also hoffentlich funktionieren. Und die können währenddessen Schlacke produzieren, genau. Können die vielleicht ein bisschen noch weiter produzieren? Kommt schon, Leute. Vielleicht kriegst du mal fürs erste den hier. Und da würde ich gerne, dass du die Ecke ausmeinst. Na komm. Cool, haben wir ja genug auf Lager aktuell zum Glück. Wie schaut sie aus? Hier ist schon Schlacke drin. Wenn das einigermaßen wird, dann ist alles super. Bis dahin sind wir halt leider auf die vollkommen angewiesen. Die müssen produzieren können. Schlackerze. Warum baggert er denn jetzt erst den... Oh. Was ist der Baggerauftrag? Nein, das ist falsch. Komm, kriegt ihr das jetzt hin? Bitte, 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 kommt schon. Es wird langsam alles ein bisschen enger. Wir bauen auch noch Elektronik. Oh, das ist ja so ein richtiger Schlag in den Arsch. Oh, nicht gut. 10 Elektronik hier, 60 hier. Oh, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Wird denn noch Elektronik verbaut? So, der hat schon mal ein bisschen ins Erz abgegraben. Das musste sie erst dahin graben. Ich glaube, ich spinne. Schon, das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt findet er was. Kalkstein, perfekt. Ohne dass die Maschine hier nichts hin.
Schneller liefern, beschleunigt die laufende Konzentration. Ja, ich habe leider die Ressourcen nicht. Das ist mein Problem. Ich habe die Ressourcen noch nicht. Ohne die Ressourcen sind wir machtlos. So, der fängt an zu produzieren nochmal. Wie viel dem hier? Der hat alles von dem schon, aber dem fehlt der Rest noch. Aber ich könnte die einfach anstecken, lol. So, okay. Was macht er jetzt? Nein, er soll nicht verschütten. Export aus. Export aus. So, unser Benzin ist aber auch mittlerweile bummvoll. Oder unser Treibstofflager ist fort. Aber das. Ah, das ist aktuell sehr, sehr nervig. Keine von den Teilen mehr zu haben ist gut. Schnelles Handelsangebot, Verträge gibt es keine. Ich kann das gegen Kohle tauschen. Ich kann Kohle gegen Treibstoff tauschen. Ich brauche echt die aktuell. Und die will ich nicht tauschen, aktuell eigentlich. Die wissen alle nicht wohin, weil ich das Ziel bräuchte. Und dafür müsste es fertig werden. Die können beide gerade nicht. Oh, das ist ein Kack. Ich habe komplett gemisswirtschaftet und jetzt hänge ich hinterher. 20, gib mir nochmal 20 insgesamt. Ich brauche nochmal 20. Na gut, Leute, aber ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge fertig machen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.